Servus, Freunde! Jawohl, manchmal braucht man ein bisschen Zeit, dass man sich inspirieren lässt für neue Sachen, dass man neue Ideen hat, oder? Und so habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin in andere Gefilden unterwegs. Daheim arbeite ich in Holztrassen. Und wenn ich fort bin, dann schauen wir auch, weil gehen Holz so, weil überall ist Holz, überall ist der Wald, überall ist Natur. Und so bin ich jetzt auch unterwegs in den Wäldern vor den Kanarischen Inseln. Da war der andere, wird vielleicht gleich am Anfang schon gespannt haben. Oh, das sind Kanarische Inseln. Jawohl, so ist es. Ich bin da ein bisschen unterwegs auf einer Mission, auf meiner persönlichen Mission, und zwar der Holzliebe-Mission. Momentan bin ich im Kiefernwald von den Kanarischen Inseln. Ist auch die Kanarische Kiefer heimisch. Ja. Kanarische Kiefer ist ganz ein besonderer Kiefer. Das ist nicht irgendein Kiefer, das ist ein unglaubliches Phänomen. Ich habe da schon viel darüber gelesen. Ich wollte es alleweil einmal sehen und einmal wissen, was es ist. Und jetzt bin ich direkt herinnert im Holz. Das ist Natur pur. Da kannst du reinsteigen, da hörst nichts, da siehst nichts, da siehst keinen Menschen. Ich schaue ein bisschen da durch. Ich möchte gar nicht zu viel Gaudi machen. Aber natürlich will ich euch ein bisschen mitnehmen, weil sich noch einer oder anderen Quiz interessiert. Und ich wette mit euch, dass alle von euch, die der Zuschauer der Holzliebe verfallen sind, nicht bloß ich. Wow. Wahnsinn. Wie schon am Boden seht ihr, haben da lauter Nadeln. Natternadeln. Ja, da fallen die Nadeln an, hin und wieder, ja, wie ein Tier oder sonstiges, ja, Verreckerrohr, da fallen die Nadeln am Boden runter. Und so schaut es da herinnen aus. Natternadeln von der Kanarischen Kiefer, dick und dick, dick und dick. Ja. Zapfen natürlich auch, schau so, das ist jetzt ein ganz kleiner Zapfen. Das ist ein bisschen größer auf Zapfen. Also solche Bombe hat die. Nicht? Aber die Nadeln fallen oben, da einer, wenn sie seht, da ist fällt direkt da einer. Ja. Und da oben, wie man sieht, vielleicht seht ihr es, da sammelt sich direkt da die Nadeln und zeigen, wo. Das ist ja fast wie in einem Film. Ja, Jurassic Park, Avatar, Herr der Ringe. Ich hätte mir nicht geglaubt, dass es so mystisch ist. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter runter. Und wenn wir runter gehen, schau mich jetzt fast der Fotz nicht hier lassen. Da. Mit den Nadeln. Aber das ist Wahnsinn. Da zeigt der Kiefer wieder. Mit einem Durchmesser von Metern. Leicht. Ich möchte es nicht wagen, zu denken, wie alt der ist. Aber der ist. Ich kann es nicht sagen. Die haben praktisch auf Vulkangestein wachsen die hoch und sehr langsam. Weil das ist auch von der Höhenlage, jetzt haben wir da 1500, 2000 Meter, die wächst sehr langsam. Ja. Und Kanarische Kiefer hat die Eigenschaft, die war eigentlich durch die Evolution entstanden ist, und zwar, wenn da ein Vulkan ausbricht, ja, dann ist es so, dass der nicht verbrennt. Der Vulkan bricht aus, dann gibt es einen Ascherring, der ist heiß und alles ist heiß. Nicht? Und dann denkst du, meinst, wenn der Kiefer da steht, ja, dann verbrennt der. Nein, der brennt ab, der steht da dort ganz kahl. Und dann treibt der nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, treibt der so aus dem Stamm wieder neu aus. Also ganz kaputt zum Kriegen ist der Kanarische Kiefer nicht. Mit der Brände, mit dem Vulkan, die hat sich durch die Vulkanausbrüche, durch die Waldbrände auf die Kanaren so dermaßen entwickelt, dass die eine Borken hat, die ist so dermaßen dicht und so viel Harz, dass die das verschließt und nicht drauf geht, auf gut Deutsch gesagt. Ja, wenn man sich die Borken anschaut, ja, die kommen ein bisschen weg da, ja, schaut das so aus, ja, richtig dick,
die zerbröselt direkt drücken. Aber die ist 10 cm, 15 cm dick. Da haben wir da ein Bohrlöcher, ja, da wohnen Viecher ein bisschen drinnen. Also unglaublich, ja. Was ich mir jetzt gerade denke, da die Nadeln am Boden, jetzt wenn da ein Brand ist, ein Waldbrand, dann geht das brutal schnell, dass da der Wald abbrennt. Und auch heiß, das wird ja brutal heiß, weil die Nadeln am Boden, wenn Feuer fangen, die sind ja dick und dick, die sind ja richtige Haufen von den Nadeln. Die werden auch so heiß und das tut dem Baum eigentlich nichts. Der brennt natürlich ab, ne? Der steht da wie ein zerrupftes Händel. Aber der treibt neu aus und lebt weiter. Das heißt, der Baum, der hat gelernt, über die Jahrhunderte, Tausende, mit einem Feuer umzugehen. Das ist unfassbar. Bei uns, wenn es einen Waldbrand gibt, brennt alles Radibuts weg. Das ist kahl. Aber da, die treiben neu aus. Ich kann es euch bloß empfehlen, Teneriffa, La Esperanza Wald. Wow! Ich zeige euch drei Baumarten. Die, die mir ich im Vorfeld auch so gesagt habe, die, die ich gern sehen möchte, erleben möchte, was die bei uns die Gefühlten ergibt und mich interessiert es einfach, wie die wachsen. Und das ist einmal die kanadische Kiefer, dann sind es die Eukalyptusbaum, die, wenn ihr seht, da hat es euch im Vogel raus. Das ist Wahnsinn. Ihr müsst unbedingt dranbleiben am Video, ihr müsst euch den Eukalyptusbaum anschauen. Das ist Wahnsinn, wie die ausschauen. Das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Und das dritte, das sind die Lorbeerwälder. Lorbeerbaum, tausende von Jahren alt. Ja? Und die möchte ich euch auch noch zeigen. Ich nehme 360-Grad-Kamera, mache Aufnahmen, ich werde nicht viel dazu sagen. Und dann könnt ihr es euch anschauen, was für eine wunderbare Geschichte im Wald draußen passiert. Da leben wieder viele Zapfen da. Ich hab schon gesehen, schaut euch einmal die Zapfen an. Die sind größer wie meine Faust. Aber ich hab schon Zapfen gesehen, die sind so groß wie mein Kopf. Ohne Schmarrn! Echt! Und jetzt seht ihr, was ich da auf der Brust umhabe. Der eine oder andere wird sich schon denken, wo mein Logo herkommt. Kiefer ist mein Leibspeis. Kiefer ist mein Lieblingsbaum. Neben der Esche. Kiefer, Nadelholz, Lieblingsbaum, Esche, Laubholz, Lieblingsbaum. Man braucht immer einen Lieblingsbaum. Ja, genau. Ja. Und da ist Nummer 3. Jeder Baum für sich. Schaut euch das Exemplar an. Schaut euch das Exemplar an. Wie das gewachsen ist. Wahnsinn. Also, ich schalte 360-Grad-Kamera ein. Und nehme euch mit auf eine Reise durch die Wälder der Kanarischen Insel. Jawohl, viel Spaß dabei. Das ist ein Eukalyptusbaum. Jawohl. Sieht man die Blätter? Ja. Schaut so aus. Und dann die Früchte. Schaut so aus. Ja. Der hat schon eine beträchtliche Größe. Wenn man so sieht. Dann lässt sie die Rinden lässt sie an. Und darum hängt die da so runter. Gerissen, das sind die großen Bäume. Die wachsen nicht bei uns. Da ging die Wurzel aus Leifer bis raus. Schaut es euch an da hinten. Wahnsinn.
schauen wir mal, ob wir nur ein paar finden. Also das ist schon unglaublich, der Eukalyptusbaum. Also vorher habe ich euch ja den großen gezeigt und ich habe mir gedacht, das ist der größte. Aber die, die haben einen Durchmesser von 2,5 Meter. Wenn es gelangt. Das ist wahnsinnig. Die legen in einer Rinden fallen. Und die Runden legen die Bladeln, die schauen, also ganz typisch Eukalyptus, die Bladeln. Und ganz typisch auch die Früchte, die was anfallen lassen. Man riecht es auch tatsächlich Eukalyptus. Brutal. Drehwuchs natürlich und so weiter. Total gewachsen da oben, jetzt schaut es euch an. Die wachsen direkt an der Straße da. Möchtest nicht glauben. Solche riesen Dinger da. Wahnsinn. Da ist nochmal einer. Und jetzt drei so Riesenbäume. Da vorne nochmal drei. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nochmal solche. Boah, Wahnsinn. Total beeindruckend. Total krass. Na, recht noch nichts. Ja. So. Also, Kiefern haben wir abgehakt. Eukalyptusbaum haben wir abgehakt. Und jetzt kommen noch die Lorbeerwälder. Die Lorbeerwälder. Tausende Jahre alt. Viel Spaß. Jawohl. Der Lorbeerwald ist doch unglaublich, oder? Das ist doch ein Wahnsinn, wenn so ein Wald entstehen kann. Mir taugt es brutal. Ich werde jetzt noch ein bisschen da durch den Wald durchwandern und vielleicht kommen noch mehr so Videos auf der Holzliebe-Mission. Jawohl, und wenn euch die Videos gefallen, wie alle, weil bewertet es positiv und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Weil wenn das nächste Holzliebe-Mission-Video kommt, verpasst es nicht, dann wird es automatisch benachrichtigt. Jawohl, also. Bis demnächst. Ich wünsche euch.